Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exosocti, Axovival in Robert, hier mitten aus der Paleontology mit einem knallgrünen Schnurpi, da ist er, in voller Farbe, in voller Pracht. Und wir sind hier nicht ganz allein auf dem Zauber, nee, es ist noch jemand dabei und der wird auch Luzi genannt. Hallo Luzi. Mahlzeit. Mahlzeit, wie geht's dir? Gut. Gut geht's Ihnen, das ist doch mal sehr schön. Der Luzi hat vorhin ein kleines Problem, das haben wir ein bisschen gelöst. Wow, ist das eine knackig grüne Farbe. Oha. Das hat jetzt so ein bisschen was von einem frisch gepellten Dino. Das heißt, er ist so frisch gepellt. Er hat ganz frische Schuppen. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Stirnlappenbasilisken. Weil wenn die sich so frisch pellen, haben die auch immer so eine schöne knackige Farbe. Ja, guckt euch das mal an. Ja. Wow, wow, echt super. Gut, das heißt, wir wollen heute mal gucken, dass wir mal einfach mal ein bisschen so auf die Jagd gehen. Und theoretischerweise hier und da eine Lichtsäule haben. Da hinten hätten wir schon eine Lichtsäule. Das heißt, wir flitzen mal hier einmal durch die Bäume durch. Und schnappen uns mal die Lichtsäulen. Ihr seht, wie schnell der Schnurpi ist. Das sind wirklich einige Level, die der Junge hat. Ich weiß ja nicht, welchen Level der hat. Müsste ich mal gleich nachgucken. Machen wir mal, wenn wir auf dem Land sind. Nee, einfach F drücken. Ja, ja, dazu muss ich ja draußen auf dem Land sein. So, der hat den Level 225. Ja. Also, wenn ihr einen Dino habt, der Level 225 ist, dann habt ihr einen Dino, der so schnell laufen kann wie Schnurpi. Gut, Schnurpi ist zwar nicht besonders gut beim Tragen geskillt worden, muss er auch nicht. So, hier haben wir einen Parachute und einen Bow drin, das heißt, die können wir mal wegkloppen, den brauchen wir hier nicht. Und dann gehen wir mal direkterweise weiter. Apropos weiter, wie voll ist denn der eigentlich? War doch einiges an Fleisch dabei, Steine habe ich dabei, ich weiß gar nicht, warum ich hier Steine dabei habe. Aber dann wird es schon richtig sein. Vielleicht hat doch meine Qualitätssicherung einfach mal mitgenommen, was? So, da hinten wäre noch eine Lichtsäule. Was haben wir da hinten? Da ist nichts weiter, da ist auch nichts weiter. Das heißt, wir flitzen mal dort rüber. Das sind aber gerade seltsame Effekte, die mein Schnurpi hier macht. So, wie kommen wir hier am besten dummerweise hoch? Alter, ist der schnell. Da hat sogar der Server Probleme nachzuladen, Luzi. Ja. Das ist ja Wahnsinn mittlerweile. Das nennt man Power Level, weißt du das? Alter Falter. Hey, 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 da wird ein regelrecht schwindelig. So, jetzt kämpfen wir uns hier mal durch die Botanik. Ei, ei, ei. Aber wenn man hier durch die Bäume geht, dann wird man hier richtig abgebremst. Ach, da sind Steine, da komme ich nicht durch. Mal hier durcharbeiten. Ach du Schande. Ja, jetzt ist grün, schnell und bissig. Das ist Schnurpi. Also wenn ihr sowas seht, grün, schnell und bissig, dann wisst ihr, da habt ihr es mit Schnurpi zu tun. Oder mit Wiedewutz, den kleinen Cockerspaniel vom Nachbarn, der jemand angemalt hatte. Kann natürlich auch sein. Aber meistens ist es Schnurpi. Und wenn Schnurpi... Die Steinformation sieht ja hier geil aus. Was ist denn das für eine Steinformation? Wie schon so lange Ark Survival. Aber guckt euch mal die Steinformation hier an. Hat ein bisschen was von Stonehenge. War so ein bisschen so... Naja, so ein bisschen Fantasie. Ich bin sowieso mal oft erstaunt, was für Optiken das Spiel so liefert. Ja, so... landschaftsmäßig. Da gibt es nämlich wirklich sehr schöne Landschaften. So, wo ist jetzt die Lichtsäule geblieben? Die ist weg. Nee, da hinten ist sie. Da hinten ist die Lichtsäule. Die ist grün. Da passt das ja gut hin, dass wir mit Schnurpi da hingehen. Schnurpi ist auch grün. Grün passt zu grün. Das haut schon gut hin. Ich sollte auch mal meine UI einschalten. Damit ihr sehe, wie überhaupt, wie voll Schnurpi ist. Können wir hier auch noch ein bisschen rumschlachten. Yeah, kille Fioma, kille das hier, yeah.
muss ja nicht mehr großartig killen hier. Wenn ich ja noch schneller werde oder so, dann wird's kriminell. Nicht, dass Schnurpi nachher Geschwindigkeiten bekommt, jenseits von Gut und Böse. Das heißt dann also sozusagen auf gut Deutsch Lichtgeschwindigkeit. Das wäre nicht so schön. Weil dann hat der Server hier noch mehr Probleme. So, wir machen mal die Bäume hier weg, damit... hier, das hier meine ich, dieses Rot werden. Ja? Guckt doch mal, ob der sehen, wie rot der wurde. Ja? Das ist ein bisschen heftig. Glaub, ich werde mir auch den Raptor gleich mal färben. Aber der Raptor, der wird schwarz. Der wird schwarz. Ich mache noch einen schwarzen Raptor. Und den Skorpion mache ich auch schwarz. So, Säule kommt runter. Schnappen wir uns mal die Säule. Vorausgesetzt, ich kriege hier einen Hock-On. Hallo? So, jetzt kriege ich einen Hock-On. Was haben wir da? Ein Pinsel. Gut, den nehmen wir mal mit. Large Storage Boxen. Nehmen wir auch mal mit. Das ist so geschenkter Gaul und so weiter. Ihr wisst schon, schaut doch mal nicht hier so in die Fresse. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Muss ich mal kurz orientieren, wo ich mich hier befinde. Könnte ich zwar auch mit dem Kompass machen, aber bin auch so gerne mal hier und da der Optische. Gute Frage, wo bin ich denn hier? Da ist noch eine Säulenmöglichkeit, eine grüne. Ach, hier ist das eh eine tolle Gebäude von Luzi, was er gebaut hat. Ich zeig euch das mal. Wo ist mein Fernglas? Da ist es. So, jetzt passt mal auf. Wir gehen mal in Nahoptik rein. Muss ich mal hier mit dem Fernglas umgehen können. Ja, da ist es. Da, guckt. Ja. Das hat Luzi auch mal gebaut. Könnt ihr mal gucken. Aber auf der Entfernung wird es nicht richtig angezeigt. Da sieht man, dass er irgendwie so in der Luft hängt. So sieht das nicht wirklich aus, das Gebäude. Ja, Luzi ist ein ganz schönes fleißiges Tierchen. War Luzi? Ab und an. Ab und an. So, das ist Richtung Westen. Wir müssen Richtung Osten. Das ist da lang. Da gehen wir mal ein bisschen Tempo rauf. Wow. Schnurpi hat ein Tempo drauf, das ist schon unerotisch. Ne? Bumm. Voll durch die Botanik. Das ist völlig egal, was hier steht. Schnurpi nimmt alles mit. Hätte ich gerne für den Berliner Stadtverkehr, so in der Hauptzeit immer, Stoßverkehr. Schnurpi einmal unter ihr Sattel, zack. Ab durch den Kudamm. Ne? Da ist egal, was fährt. Das wird alles mitgenommen. Das ist so egal. So, hier langsam mal richtig. So, ich habe irgendwas gekillt. Passt schon. Aber wie ihr seht, Schnurpi ist echt abnormal. Das wird gleich ein bisschen normaler wieder, weg auf einen anderen Sattel. Aber so grün sieht es schon cool. Also so grün ist schon cool. Vor allen Dingen, was mir gefällt... Hier, gerade der Fächer hier oben. Warte mal, ich gehe mal auf K. Genau. Kann man nämlich besser scrollen. Hier, der Fächer hier. Der, oh, der sieht super aus. Hm. Ja, Schnurpi halt. Gut, Kamera wieder umgestellt. Hier machen wir weiter. Gehen wir mal wieder in the Base. Wir gehen da in die Base. Jetzt muss ich mal warten, bis hier mal der Server mir die Daten gibt. Hier fehlt nämlich was. Na, was los? Wo bleiben die Daten? Server! Da sind sie. Da ist die Tür, die wollte ich haben. Gut, jetzt müssen wir uns eine Farbe machen, die nennt sich Schwarz. Und in Schwarz ist dann sozusagen nur mein Skorpion und mein Raptor. Weil der passt dann besser sozusagen von der Rüstung von der Maya Müller. Und das ist dann sozusagen... Jetzt habe ich so viel oft sozusagen. Ihr habt sozusagen. Also er hat sehr oft sozusagen gesozusagen. Oh Gott. Lass mich mal über den Schwanz hier rüber. Danke. So, da ist Beissi. Beissi war, glaube ich, meiner. Ja. Wobei der sieht eigentlich nicht schlecht aus in der roten Farbe. Aber naja, wir machen ihn schwarz. Wir brauchen Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Warte mal. Ratter, ratter, ratter. Wir machen den Pike weg, wir machen den GPS weg, wir machen Spyglass weg.
alles mal hier hoch. Dann kommt der Water Skin. Water, Water, Water. So. Ganz viel Water Skin. Immer her damit. Kann man hier brauchen. Danke sehr. So. Jetzt brauche ich Water. Das heißt, wir müssen runter zum Water. Wobei bestimmt mich bei irgendwann meine Qualitätssicherung anmeckert und sagt, ich könnte das theoretischerweise irgendwie bestimmt auch bei den Wasserversorgungssystemen holen, aber ich weiß jetzt gerade nicht wie. Also mache ich es hier. So, Water Skins sind gefüllt. Das heißt, wir packen die Water Skins erstmal wieder hier raus. Nicht, dass ich die aus Versehen leer saufe. Das wäre ärgerlich. Gut, jetzt brauchen wir schwarze Beeren. Das sind die Narko-Berries. Boing. Bin ja jetzt schon am Flitzen gerade, Luzi. Obwohl ich es ja nicht geskillt habe. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei Maya Müller, war, dass die... dass die nicht auf so skilled ist für Dingsbums. Gut, Narko-Berries schnappen wir mal. Könnte zwar theoretischerweise skillen, aber dann würden mir die Punkte wieder im Kampf fehlen, weißt du? Mhm. Weil Maya Müller ist ja unsere Survival-Braut aus der Zombie-Apokalypse und das will ich ja schon beibehalten, wa? Ich hab 520 Meld-Damage. Ja, ja, du bist ja auch Profi. Wie viel hast du? 550. Ich hab Heals, also Gesundheit habe ich auf 1000. Stamina 100, Oxygen 100, Food 100, Wasser 100. Tragen kann ich 140. Melee Damage 555. Movement Speed ist 110. Fortitude ist 20. Crafting Speed ist 100. Zischte, ich habe 300, 200, 200, 100, 100, 300, 520, 200, 32 und 200. Du hast nur 300 Health? Ja. Autsch. Und damit traust du dich dann raus? Ja. Finde ich mutig. Respekt. So, dann kochen wir mal ein. Ich hoffe, dass ich jetzt Farbe rauskriege. Schwarze. Ja, schwarze Farbe. Sehr schön. Ah. Endlich mal, dass hier was auf Anhieb klappt, Luzi. Schwarze Farbe. Ist ja auch mal ein Wunder. So, nochmal eine Water Skin weniger leer. Und da die Skorpion, also die Skorpion, der Skorpion und der Raptor kleiner ist, werde ich weniger Farbe benötigen, Luzi. Das ist nicht schlecht, wa? Das wird kosteneffizienter. Also es kommt drauf an, entweder ich muss eins höher mit meiner Planung oder? Ich muss nicht eins höher. Hä? Das wollte ich dann sehen. Hauptsache, das Haus von Maya Müller bleibt unangetastet. Da bin ich dann empfindlich. So, ich glaube, hier fehlt jetzt eine Narko-Berry drin. Oder zwei, 11 Narko-Berry, Water Skin, die beiden hier weniger. So, wir haben aber 30 Farbtupfer. 30 Farbtupfer ist gut. Das heißt, wir werden dann in der nächsten Folge Skorpion und Raptor anmalen. In dem Sinne wünsche ich euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und ciao, ciao.